Willkommen zurück in Valheim. Folge 7 und es geht gleich weiter hier mit ein paar Grauzwergabschlachten. Die sind mir unserer Basis doch ein bisschen nahe gekommen und die Fackel hält die wirklich auf Abstand. Das heißt, könnten die eigentlich mit dem, wo man Knüppel mal eine draufziehen? Nee, das ist eine ganz schlechte Idee. Denn der Feuerschaden fehlt. Ja, wir machen das wie gehabt. Mit der Fackel, wir lassen die ankommen. So, wartet mal einer. Der ist hier doch gestorben. Noch sein Loot einsammeln. Oh, 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 da kam so ein Grünauge. Ich sagen, da gehen wir weg. Da habe ich echt keine Lust drauf, mich wieder mit dem Mann zu legen. Denn eigentlich habe ich vor, diese Folge mal. Ach, herrje. Diese Folge mal in den kleinen Dungeon zu gehen. Weiß, ich habe nur eine Fackel, ich habe nur einen Schläger mit. Jetzt haben wir so einen Rotäugigen hinter uns. Eieiei, das ist gar nicht. Das ist gar nicht gut. Den müssen wir abhängen. Komm, spring. Olaf. Olaf. Ja, ich glaube, der ist weg, oder? Es sind noch ein paar ganz normale hinter uns. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, die sind echt hartnäckig. Ich hoffe mal, dass der nachher von Zauberhand verschwindet, wenn der Tag anbricht. Hier, das nehmen wir mit. So, das gibt wieder schön Fleisch, schön Fell. Da ist der immer noch. Ist tatsächlich da einer drin? Letzte Folge. Holla. Oh, schön. Die bekämpfen sich erstmal da drin. Oh Mann. Rotauge hat gewonnen. Mal bloß mal gucken, dass der weggeht. Den da wollen wir rein. Ja, scheint zu gehen. Ja. Seht ihr, ich dachte immer, wenn der Tag anbricht, dann verschwinden die, denn eigentlich habe ich die immer nachts gefunden. Gucken wir mal kurz um die Ecke. Klemmt da. Nee, der klemmt nicht fest, der weiß bloß nicht wohin. Ich denke mal, der wird hier nicht hinterherkommen. Genau, wir wollten gucken, was hier drin los ist. Klingt gar nicht gut. Oh. Nee. War auch gar nicht gut. Gut, da wissen wir jetzt, was für Gegner da drin sind.
Eigentlich hatte ich immer schön auf die 3 gedrückt. Ich wollte mein Holzknüppel nehmen. Ich hatte ihn ja extra gebaut. Und jetzt liegt natürlich unser ganzes Loot da drin. Eieiei. Seht ihr, das vergesse ich immer, dass wir unser Loot verlieren. Da müssen wir hin. Eine Fackelhammer. Eine Fackelhammer. So, da sind wir wieder. Bin ich schon mal gespannt, ob unser Loot noch da ist. Ich nehme mal die Fackel schon in die Hand. Ja, da ist er. Lauf, Olaf. Hast du geschafft? Ja, 40 Leben haben wir noch. Ich habe leider nichts zu essen mit. Ich versuch's nochmal. Gut, unser Loot haben wir wieder. Und ich hatte gesehen, da war noch mehr. Das hat ja absolut keinen Sinn. Das lassen wir ohne Schwert oder so, braucht man nicht rein. Und kann mal eben nochmal dahin gehen. Ich hatte nämlich, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, noch eine Kiste durchsucht. Und da haben wir wieder was Tolles drin gefunden. Es gab neue Baupläne. Ich kann jetzt einen Schmelzofen bauen und einen Kohlemeiler. Und ich denke mal, in dem Schmelzofen, da werden wir dann auch Werkzeuge herstellen können. Genau, hier war das drin. So, versuchen wir mal noch hier so ein... Ah, sehr schön. Ja, einmal treffen wir der Fackel, das reicht zu. Das gibt Fell. Das haben wir noch Hallo? Das haben wir noch gebraucht. Für unser Floß. So, passt auf, komm, bauen wir den Schmelzofen. Das heißt, wir müssen erstmal zurück. Komm. Ah, sehr schön. Mitgenommen. Schmelzofen. Wo bauen wir den hin? Eigentlich müsste ich sogar hier anbauen. Wenn ich mir recht überlege. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Holz. Muss ich mal ganz kurz die Kisten durchsuchen. Und Stein brauchen wir auch. Stein nehme ich schon mal raus. Brauchen wir Holz. Haben wir nicht. Ja, auch nicht. Ja, auch nicht. Echt nur das bisschen Holz, was wir im Inventar haben. Oh, was ist denn jetzt? Was war denn das? Nein! Was mache ich? Ich wollte es doch reparieren. Ja, irgendwie ist das alles kaputt, sehe ich gerade. Was baue ich denn hier nur? Ei, ei, ei. Okay, gut, ich höre auf damit. Hier geht irgendwie heute alles drunter und drüber. Das ist ja das blanke Chaos.
Normal kann man nämlich auch mit dem Hammer einfach reparieren. So, ich zeige euch aber mal noch den Schmelzofen. Hier hätten wir einen. Ja, Lampe haben wir, der. Den können wir auch hier herstellen eigentlich. Sagen, den stellen wir mal hierher. Eieiei. Kohle. 10 Kohle brauche ich. Warte mal, Kohle habe ich. Sechs Kohle haben wir hier. Oh. 10 Kohle haben wir nicht. Schade. Aber das bekomme ich hin. So, jetzt haben wir natürlich keine Fackel mehr. Ist immer wieder dasselbe Problem. Ja, die schönen Baumharz, die müssen wir alle verbauen. Ach, das tut mir in der Seele weh. Tja, was machen wir jetzt weiter? Das ist ja hier wirklich eine Katastrophe, was ich hier gebaut habe. Ich muss erstmal diese komischen Gebilde, die reißen wir erstmal wieder ab, was ich hier hingebaut habe. Nee, das... Irgendwie snappt das heute ganz komisch. Und ich weiß absolut nicht warum. Waren das früher andere Böden, die wir hier genutzt haben? Ich guck gerade alles durch, was wir bauen können. Das wäre jetzt hier der... Der Kohlemeiler. Ah, seht doch, Kohlemeiler. Brauchen 20 Stein und... Ja, solche anderen Items, die ich gefunden hatte. Keine Ahnung, wo wir die jetzt nochmal herbekommen. Da können wir bestimmt dann die Holzkohle erstmal drin herstellen. Ja, was ich mich gerade frage, sah das schon immer so brettrig, so kaputt aus oder ist das einfach nur kaputt? Können die ja da reinbauen, so ist es ja nicht. Aber ob das so sein soll, ob das so gewesen ist... Wir machen es einfach. Bringt auf jeden Fall Stabilität hier in die ganze Hütte. Seht ihr, eine Axt. Steinaxt. Die ist auch weg.
Na komm. Hin. Na gut, unser nächstes Ziel ist es auf jeden Fall, das Floß zu bauen, überzusetzen auf die nächste Insel. Oh, schön, ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe, haben wir fast den Baum noch mit weggehackt. Ja, und da müssen wir schauen, auf der nächsten Insel, was wir da noch alles Tolles entdecken. Gut, da würde ich sagen, dann werde ich mal die Folge für heute beenden. Wird es ein bisschen kurz, aber ihr merkt schon, heute läuft es nicht so wirklich. Aber ich möchte die Folge jetzt auch nicht unbedingt verwerfen. Oh nein. Ja, geh bloß weg. Die Folge verwerfen. Da wir ja doch in den Dungeon geschaut haben, wir haben, ja, ein bisschen was haben wir ja gemacht. So ist es ja nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ah, hier der Balken. Irgendwie geht hier alles kaputt. Mein Stützpfeiler ist weg. Gut, ich glaube, da habe ich noch eine Menge zu tun. Wir müssen hier ein bisschen unser Haus instand setzen. Das zerfällt uns langsam hier. Und ja, dann macht's mal gut. Bis zur nächsten Folge.